und willkommen zu meinem neuen Video. Liebe Leute, was soll ich euch erzählen? Hier schneide ich gerade unsere Videos auf zwei verschiedenen Geräten. Wir haben nämlich so viele. Wie gesagt, ich schneide ja die von Martin und Vicky auch. Und dementsprechend kommt schon immer echt ganz schön was zusammen. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern im Moment schneide ich gerade Video vom Messebesuch auf der Free. Ich war heuer zweimal. Eigentlich wollte ich gar nicht so dringend hin und dann war es so genial. Vor allem auch mit dem Kleinen. Das war der Oberhammer, der hatte so viel Spaß. Da gibt es ja unglaublich viel für die kleinen Kinder. Vom Laufrad, Parcours, über so Zirkuskünste, Ecken. Und also es ist wirklich absolut genial, kann ich echt nur empfehlen. Familien, also keine Werbung. Ich habe zweimal Eintritt bezahlt und am liebsten würde ich heute schon wieder hinrennen. Ich habe nämlich den Camper-Wahnsinn abbekommen, fürchte ich. Ihr wisst ja, Martin und Vicky bauen sich gerade diesen Dodge Nitro aus und das ist sicher eine mega geile Lösung für die beiden. Aber ich bin als Campingkind groß geworden. Meine Eltern hatten eine geile Hütte in den Bergen. Ihr denkt euch jetzt, was ist das für ein Bonzenkind? Aber die hatten sie schon ungefähr 30 Jahre, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und dementsprechend halt einen richtig geilen Pachtvertrag. Komplett selber ausgebaut, alles selbst gemacht. War mehr urig als wie wunderschön hergerichtet. Ich mache mal hier den Ton aus. Aber für mich der absolute Traum. Und dann hatten sie noch ein Wohnmobil. Auch das zu 100% selbst ausgebaut von meinem Papa. Der hat sich einen alten Lieferwagen, einen LT28, und zwar aus Ostdeutschland gekauft, als die Grenze aufgemacht hat. Und alles selbst ausgebaut. Der hat das Hochdach selbst draufgeschweißt, Dach weggeschnitten, Dach aufgesetzt, draufgeschweißt, Schränke eingebaut, Solarpanel draufgesetzt, alles gemacht. Ich habe das nicht genug gewürdigt, muss ich zugeben. Also ich habe Campingurlaub immer geliebt. Wir hatten ein Vorzelt, nein, eigentlich ein Vordach. Also wir hätten auch ein Vorzelt gehabt, aber ein Vordach, das war so groß. Das war so genial. Ich habe als Kind mir immer nur gedacht, warum haben die anderen so kleine Vordächer? Und also mir war das gar nicht bewusst, wie viel Hirnarbeit da eigentlich dahinter gesteckt ist. Ich merke das erst jetzt so richtig. Und jetzt kann ich es ihm leider nicht mehr sagen, weil er ja eben ziemlich genau vor 2 Jahren verstorben ist. Aber so genial. Und ich wünsche mir das einfach für meinen Kleinen auch, dass er das erleben kann. Und ich war immer zu feige, mir ein Wohnmobil zu kaufen. Ich bin nicht der allerbeste, also auch nicht der allerschlechteste, aber nicht der allerbeste Autofahrer. Wenn es so richtig eng wird und ich so einen riesen Wendekreis habe. Ich bin das Wohnmobil von Papa übrigens auch noch gefahren. Das hatte er, bis ich 20 oder 21 war. Also, ich habe es schon versucht, der hatte aber nicht mal Servolenkung, der war echt relativ schwer zu fahren. Damals wollte ich zelten, habe ich das alles nicht gebraucht und es ist echt krass, ich hätte es nie gedacht, man wird älter und gemütlicher, aber gleichzeitig eben auch trotzdem abenteuerlustig. Und ja, ich fürchte, jetzt muss ein Bus her. Im Moment schwanke ich zwischen dem Ford Nugget, ich will nichts zu Großes, der ist ungefähr, müsste ich lügen, nee, der ist ziemlich genau 5 Meter und sieht wirklich so aus wie das Wohnmobil vom Papa in klein geschrumpft, wo man oben schlafen kann, das Bett ausziehen kann, hinten da die Küche, kein Klo, keine Feuchtzelle oder wie das heißt, Nasszelle, das finde ich richtig geil, weil das ist für mich verschwendeter Platz und dementsprechend wäre der definitiv in der engeren Auswahl für mich natürlich gebraucht.
Da bin ich gerade so am Schauen, was sinnvoll ist. Also halt, ich bin ja kein Schrauber. Es muss dann schon so passen, dass ich nicht dauernd irgendwie in die Werkstatt fahren muss. Und die andere Auswahl im Moment wäre der Fiat Ventura, heißt der, glaube ich. Den gibt es in 5,40 m oder in 6 Meter Länge. Und da gibt es den so, dass man so Stockbetten machen kann und die rauf und runter fahren kann. Ich stelle euch übrigens die beiden Autos auch noch vor und noch ein drittes. Das ist so ein MAN-Ausbau. Der ist mega geil mit Allrad, mit allem drum und dran. Allerdings kostet der 84.000. Also das ist einfach zu krass, definitiv. Ich habe jetzt aber das Glück, dass mein Auto wirklich schon alt ist, schon über 200.000 Kilometer hat und dementsprechend muss ich sowieso irgendwann so ein bisschen Ausschau halten nach einem Nachfolger. Und warum kein Bus? Wenn ihr irgendwie Erfahrungen damit habt, dann schreibt es bitte super gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich interessiert an allem. Auch wenn ihr sagt, boah, nein, der Nugget, rostanfällig, Kacke, macht das bloß nicht. Ich will es zwar nicht hören, aber bitte ab in die Kommentare. Ich möchte es lieber vorab lesen, als wie nachher ins Fettnäpfchen fallen. In nächster Zeit wollen wir eben dann so ein bisschen durchprobieren, testen, ausleihen und mal schauen, wie viel Spaß uns das tatsächlich macht, weil ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich einfach nicht bin wie meine Eltern und das dann gar nicht so genießen kann, weil wenn man eben dann die Elternrolle übernimmt, dann ist es ja auch ein bisschen anders, als wie wenn man als Kind oder Jugendlicher einfach nur mitfährt, sich um großartig nichts kümmern muss und ja, einfach nur dabei ist. Übrigens ist damals aber sogar meine Katze mit in den Urlaub gefahren. Ich schau mal, ob ich da ein, zwei Bilder finde. Dann tue ich euch die mal einblenden. Das war der Oberhammer, ich habe das so sehr geliebt und dementsprechend hätte ich auch den Plan, dass Rocky auch mitkommen könnte. Mal schauen, wie sich das alles spielt. Ihr werdet es ihr werdet es erleben, was sich da so tun wird. Und ich bin echt Feuer und Flamme. Am liebsten würde ich jetzt losschießen, keine Sekunde mehr warten, sofort was kaufen. Ich will das schon so lange, ich habe mich nie drüber getraut und ich glaube, jetzt ist es einfach soweit, jetzt muss es sein. Dabei, falls du es siehst, Franziska, ganz viele Grüße an dich. Natürlich bist du nicht schuld, aber du haltest das jetzt gerade noch an. Und ich freue mich einfach nur, dass es jetzt vielleicht wirklich losgeht und mal schauen, was sich jetzt eben die nächste Zeit tun wird. Ich bin so gespannt und kann es nicht erwarten.